so weit weg. Ich will sofort zu dir. Was? Ich klinge ein bisschen komisch, wenn ich so liege, aber ich kann nicht anders, wenn man da ist so ein Apfel gewesen im Zirkus, der ist auf mein Kreuz gesprungen. Welcher Affe? Zirkus? Ich denke, die haben alle geschlossen. Das von früher. Das sind keine Märchengeschichten. Weißt du, was ich gerade lese? Von Emmy Werner, als ob sie Emma hießen. Ach, du liest. Ist das ein gutes Buch? Du weißt du was, Marie? Ich finde, du solltest dich jetzt endlich mal zusammenreißen und herkommen und mich besuchen. Ja? Was heißt das, dass du kannst nicht? Ja, ich reiß mich zusammen. Ich reiß mich zusammen. Wie meinst du das? Es ist Corona. Es ist Corona. Ich kann nicht zu dir. Ich warte hier. Auf nichts. Ach ja, ja, ja. Ich weiß schon. Corona. Weißt du, ich mag hier überhaupt nicht sein. Immer muss ich hier sein. Ich besuche dich, Juliette. Ich liebe dich doch. Am liebsten würde ich jetzt einfach Gift schlucken und dann wäre diese ganze Scheißquälerei vorbei. Nein, eh nicht. Nicht ans Sterben denken. Natürlich hat das Leben einen Sinn. Ich liebe dich. Ich brauche dich doch. Hör auf damit. Juliette, warte. Es klopft an der Tür. Warte einen Moment. Aha. Ja, okay. Anna, wo bist du? Anna, was ist mit dir? Ich habe schon... Anna. Ein Wolf oder ein Hund? Was ist das? Anna. Anna! Gott, können Sie bitte... Bitte, es ist ganz dringend. Meine Tochter ist was passiert. Die ist runtergerutscht. Ich habe gehört, das war ein Auto und ein Hund. Ein Hund hat sie angefallen. Sie hat geschrien. Ja, da in Tirol, in diesem... Eben in Ischgl. Ich weiß nicht wo. Wie soll ich wissen wo? Bitte, Sie müssen sie suchen. Sie heißt Anna. Sie hat... Sie ist 8 Jahre, sie hat einen rosa Pullover an. Bitte suchen Sie meine Tochter. Ja, da habe ich schon gesagt, Marie, Stern. Anna Stern. Marie, hallo. Juliette, hallo. Du, ich muss dir leider was sagen. Juliette, es ist leider was furchtbares passiert. Ja, ich ist mit der Anhalte irgendwas. Was? Was? Was erzählst du denn da? Was ist passiert? Die Polizei hat gesagt, sie sucht sie. Ich habe so Sorgen um sie. Die ist weggelaufen und man weiß nicht, wo sie ist. Bist du denn von allen guten Geistern ver...
Wie? Was für ein Hund? Und? Marie, du musst doch als erstes die Polizei anrufen. Okay. Oh nein. Die Anna. Meine Anna, weißt du, du passt aber auch nie wirklich auf. Es ist nicht meine Schuld. Wieso ist das meine Schuld? Denn ich bin da in Wien. Ich bin eingesperrt. Wie soll ich denn Schuld haben? Du brauchst mich gleich durchdrehen. So, jetzt. Ich schmeiß dieses ganze Scheißfressen jetzt hier. Das hat keinen Sinn, Juliette. Das hat keinen Sinn. Wenn du das Essen runterhaust, das ändert ja nichts. Entschuldigung, bitte. Doch. Es liegt das alles am Boden. Das ganze Essen ist am Boden. Das ist scheiße. Meine Anna. Aber... Ja, ich weiß, du kannst auch nichts dafür. Du bist überhaupt nicht schuld. Nein, es tut mir leid, ich bin einfach ausgerastet. Ich hab dich lieb. Ja. Ja, ich dich auch. Bitte ruf mich an, wenn du was willst. Es ist was passiert. Marie, komm, was ist denn? Marie, jetzt komm mal. Reg dich nicht so auf. Die regt mich nicht auf. Die regt mich schon auf. Sind was passiert? Das Telefon ist runtergefallen. Nein, das wird schon. Wieso? Was ist jetzt mit ihr? Aber das muss doch gar nichts Schlimmes bedeuten. Schau mal, vielleicht hat sie einfach ihr Handy liegen lassen oder der Akku ist leer. Es ist was Schlimmes drin. Ich glaube, ich muss die Polizei anrufen. Wieso glaubst du mir nicht? Du glaubst überhaupt nie was, dass das dramatisch ist. Was soll passieren? Was soll passieren? Das ist Tirol, das sind Berge, die kann irgendwo runtergefallen sein. Der Akku ist aus, da sieht jetzt der Akku aus. Gemeinsam zum Judas Tadeus. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist 8 Jahre. Sie war ganz verwirrt. Sie hat sich nicht wohlgefühlt in diesem Heim. Heim, in diesem Schulheim. Ja, ich sehe. Ich weiß gar nicht, warum du so aufgedreht bist. Lass mal das Gebet auf dich wirken. Ja, so. Mit lauter Stimme schreie ich zu dir und eröffne dir meine Mund. Ich weiß, dass ich spüre das, ich bin ganz sicher. Hat doch niemand. Vielleicht haben wir das falsch gemacht. Corona ist schuld. Corona ist schuld. Ich muss irgendwas tun. Anna ist. Ich glaube an mich. Ich glaube an das Gute. Also ich denke, sie werden sie finden. Ja, schau, wir sitzen.
sitzen hier, wir sind alle gefangen. Wir sitzen hier alle in Geiselhaft von Corona. Was sollen wir denn sonst machen? Wir können ja nur vertrauen. Ja. Hilf Anna, egal wo sie jetzt ist, hilf ihr. Zeig ihr den Weg. Ich will dich nicht beunruhigen. Ich habe Angst für jetzt. Es ist das Liebste, was ich habe auf der Welt. Natürlich. Nach dir. Ist gut. Danke, dass du angerufen hast. Ich umarme dich. Ich rufe dich später an. Sag mal, was ist denn da los bei dir? Das geht ja zu ihm. Aha. Marie, besuchst du mich mal? Wie viel? Schenk mir schon Rosen. Wie schaut sie?
Hast du dir wehgetan? Schau, das geht vorbei. Da kommt. Schauen kann. Wenn ihr glaubt, du sie nicht mehr einzutern. Bitte hört auf, den falschen Weg zu gehen. Wir müssen uns jetzt um 180 Grad drehen. Umarmt euch selbst und damit die Welt, damit sie nicht in einen Abgrund fällt. Bist du depressiv? Das finden wir gut. Ist vertraut, doch dir fehlt der Mut, Hindernisse zu überwinden. Weil wir werden noch neue Hindernisse finden. Ich weiß, ich bin ein Star. Jetzt ist nichts mehr, wie es vorher war. Ah, ich habe Geld wie Heu und im TV-Spiel. Meine Musik immer wieder als nah ein. Angelina und Brad Pitt tanzen bei meinem Konzert mit. Und für Johnny Depp kauf ich einen Rap-Rap. 20 und ich bin noch da. Ich lieb noch hier trotz Corona. 22 und ich bin noch da. Ich lieb hier trotz Corona. Ich fahr mit meinem goldenen Cadillac zur Party von Steven Spielberg und Speck. Der dürft meine Hauptstadt. Begrüß ich mit Leonardo DiCaprio über meine neue Show. Und ich schreib ein Autogramm auf dem Poster für Judy Foster. Wenn du glaubst, ich bin so, ich bin so. Wenn du glaubst, ich bin so, ich bin so. Ich bin die Muschel im Meer, bin das Licht. Bin die innere Stimme, die zu dir spricht. Ich bin das Licht, das zwischen den Wolken durchdringt. Ich bin das Meer, bin der Untergrund und noch mehr. Glitzern in deinen Augen. Ich will es nicht.
Thank you.